Moin, hallo und herzlich willkommen. Euer Senzel ist wieder am Start und heute nochmal ein paar Worte zur Arena, die mir wirklich, ja, ein Problem, was mir wirklich wichtig ist sozusagen, wichtiger noch als die Presets selbst, habe ich festgestellt, da wird scheinbar nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also momentan habe ich ProMine freigespielt und kriege auch von Presets, die ein paar Stufen weniger sind, ganz gut aufs Maul sozusagen. Also es ist nicht so, dass du hier durchmarschieren kannst wie ein Panzer und sagst, hey, mir kann nichts passieren. Nö, so ist es nicht. Also von daher muss man weiter beobachten, wie es dann mit den höheren Presets dann noch weitergeht. Aber das ist heute nicht das Thema. Das Thema ist das Belohnungssystem. Hatte ich ja letztens schon mal erzählt, dann ein paar Worte dazu im Shootout, dass du mit dem zweiten Platz halt trotzdem mehr als die Hälfte Verlust machst mit dem zweiten Platz. Das kann nicht sein. Da habe ich mich aber schon dazu geäußert. Da muss was passieren. Das spiele ich nicht. Shootout, warum soll ich Shootout spielen? Wenn ich nicht den ersten mache, werde ich auch weiterhin bestraft sozusagen. Stirbst auch, bloß langsamer finanziell sozusagen. So, heute geht es aber um das generelle Teamfight, um den generellen Teamfight. Und zwar habe ich es in noch keinem Shooter erlebt, dass du so beschissen belohnt wirst. Also belohnt wirst du ja nicht, du wirst bestraft. Egal, welche Leistung du erbringst. Das war in Counter-Strike nicht so. Hast du zwar die Runde verloren, hast aber trotzdem Leistung erbracht, indem du ein paar Leute erschossen hast, wurdest du dafür auch belohnt. Deine Leistung wurde gewürdigt in der Runde. Und das muss hier auch passieren. Es kann nicht sein, dass du genauso behandelt wirst, wie jemand, der nichts leistet. Aus welchem Grund auch immer. Ob er es nicht kann, ob er es nicht will oder was auch immer. Das will, und will ich auch jetzt hier niemanden irgendwie persönlich angreifen, der auch gerade erst reinkommt und dann schon ein paar aufs Maul kriegt. Musste ich auch durch. Ich habe am Anfang eine KD von 0,17 gehabt. Das war meine schlimmste KD hier im Spiel. Jetzt bin ich bei 0,9, habe mich hochgearbeitet. Also ich habe schon Leistung erbracht und musste mich durchbeißen. Ich war ja auch nicht in der ersten Welle dabei, sondern 4 Tage später. Also das geht schon irgendwie, kann man sich schon durchbeißen. So, aber jetzt die Sache. Es ist halt hier im Teamfight auch scheißegal, ob du keinen Kill machst, ob du einen Kill machst, ob du 17 Kills machst. Verlierst du das Match, wirst du bestraft, indem du dein gesamtes Investment verlierst. Jetzt habe ich mir was überlegt, mal so gestern bei einem Zigarettchen. Und zwar, was wäre, wenn wir einfach mal 8% deines Investments dir gut geschrieben wird für einen Kill. Sagen wir mal, jetzt pro Main kostet 139.800. 8% davon sind 11.184 für einen Kill. Machst du 2 Kills, kriegst du mehr. Machst du 10 Kills, kriegst du zum Beispiel 111.840 für deine Leistung, die du erbracht hast. Das wären am Ende dann, wenn du das Match trotzdem verlierst, bei 10 Kills 111.840. Davon ziehst du die 100% fürs Loadout ab, also minus 139.800 und gehst mit einem Minus von 27.960 raus. Das ist doch okay. Damit kann ich leben. Ich habe eine Leistung erbracht, aber wir haben das Match verloren, okay. Aber da fühle ich mich doch wenigstens, ja, nicht belohnt, klar, nicht belohnt, aber ja doch eigentlich schon für meine Leistung belohnt. Ich habe nicht 140.000 Rubel verloren, sondern bloß knapp 30.000. Das ist auch schon ein Unterschied. Das nächste Match gewinnst du vielleicht wieder. Und wenn nicht, bringst du trotzdem deine Leistung und wirst halt wieder nicht komplett bestraft. So, und jetzt noch was, wenn du nämlich, wie gestern, habe ich 17 Kills gemacht, das wären mit den 8% gerechnet, 190.128 Rubel. Davon ziehen wir dann, weil wir das Match ja verloren hatten, wieder 139.800 ab, habe ich ein Plus von 50.328 Rubel. Ja, die habe ich mir aber auch verdient. Versteht ihr, was ich meine? Dann gehe ich halt statt mit einem Minus, mit einem Plus raus, weil ich ja auch gekämpft habe wie eine Sau. Und das ist meine Bezahlung sozusagen dafür, dass ich mir den Arsch aufgerissen habe. Das ist meine Motivation sozusagen. Das motiviert mich. Ja, und wenn ich jetzt jede Runde verliere oder jedes Match verliere und am Ende trotzdem mit
plus 50.000 rausgehe, dann ist das doch meine Leistung. Und wenn am Ende, wenn ich am Ende dann irgendwann mal 20 Millionen auf dem Konto habe, dann stehen da halt 20 Millionen. Die habe ich mir doch aber auch verdient. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich aber nur verliere, also trotz Leistung mir Geld andauernd abgezogen wird, wie gesagt, ich kann mir jetzt noch einmal Bromein leisten, dann war's das. Dann kann ich mir vielleicht noch einen der niedrigeren Presets leisten, keine Ahnung, was ich hier sehe, Murka zum Beispiel oder Etik, wenn überhaupt, dann ist Schluss. So. Und dann versuchen nochmal Leistung zu bringen und dich zu steigern. Dann nützt mir meine KT auch nichts mehr, die ich mir auch wieder durch meine eigene Leistung wieder nach oben gebracht habe, weil die geht dann nämlich ruckzuck auch wieder in den Keller. Und das ist scheiße. Da habe ich keinen Bock auf sowas. Ja, so Matze etwas erzürnt wieder. Wie seht ihr das? Eure Meinung würde mich auch mal interessieren. Ansonsten viel Spaß mit dem Tag of Vibe. War gestern ja nicht so. Ich bin gut reingekommen, so war es nicht. Und dann war auf einmal ging gar nichts mehr. Dann bin ich raus und bin ich nie wieder reingekommen. So. Gut, wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Da ist es immer die Runde mit den 17 Kills. Danach gab es auch nochmal eine Runde, wo ich gut Kills gemacht habe. Aber alles, zwar alle beiden Matches verloren, alles für den Arsch gewesen. So, bis dahin. Tschüssi. Und hier im Teamfight, wenn du das Match gewinnst, wirst du belohnt. Wenn du es verlierst, ist alles scheißegal, was du geleistet hast. Völlig Boogie. Das ist Mist. Das ist Müll. Das können sie keinem anbieten, sowas. Du Ratte, Alter. Захватите точку или добейте противника. Scheiße! Ach Mann, Sekunde zu spät, Junge. Долго! Скоро!
Duschna! Появилась точка захвата. Вы можете захватить ее и убить противника. Schön. В раунде побеждает команда. Tobt sich aus. Oh, diese Ratte. Naja, nochmal macht das nicht. Da kann er sich in seine scheiß Ecke stellen. Hä? Was war denn das? Nein! Krasti! Krasti, das war deine Chance auf einen Kill. So, dann hat das mal kassiert, der Idiot. Nein! Oh Mann, ich wollte... Mann! Ich wollte eigentlich umschalten auf... Aber er checkt die Kammer, Junge. Das ist auch so, weil auf T aktiviere ich halt mein Tactical Device und Shift-T, also während du rennst, gedrückt hältst, checkt er die Kammer, Alter. Das ist auch, muss ich auch irgendwie mal anders machen. Stirbt da draußen den Heldentod. Точка захвата активирована. Давайте там поактивнее. Сейчас тут все уснут. Mensch, bin ich hier Alleinunterhalter oder was? Was ist denn mit meinen Mates, Alter? Gun Epic, Alter. Der macht mich mit seiner scheiß Schrotflinte wieder weg. 9 Kills, das ist scheißegal, ob ich 9 Kills oder 20 mache.
Время не резина. Заканчивайте. Приземлили синего. Точку не забудьте. So, hier. 5 Kills waren das wahrscheinlich in einer Runde. 14 Kills, Alter. Hör auf. Und das ist das, was ich meine, verstehst du? Wir kriegen wahrscheinlich die Power noch einen Win und dann ist es scheißegal, was du hier gemacht hast. Du verlierst deinen gesamten Einsatz und das ist scheiße. Das kann so nicht sein. Красный готов! Время на исходе! Alter. Komm, das ist, heißt es, wahrscheinlich 17 Kills verloren. Alles für den Arsch. Das ist doch sinnlos dumm, Alter. Hier 140.000 Rubel weg. Das ist egal. Ich kann mich auch in die Ecke legen zum Schlafen, Alter. Liegt auf seinem Dreckstrom. Na, siehst du, 12-0. Ja, verloren. 14 Kills, 5-mal gestorben. Alles für den Arsch. Das Einzige ist, die KD geht hoch, aber die geht auch wieder runter, weil ich keine Kohle mehr habe. Ey, 148. Ich habe also einen Mate noch gekillt irgendwo. Habe ich noch einen Mate gekillt irgendwo, sag mal. Irgendwo habe ich einen Mate erschossen. Aber frag mich nicht wo. Ist nicht mitgekriegt. Naja, es sind halt 150.000 weg. Pff, ihr habt's doch. Das können sie, verstehst du? Bestraft, da wirst du bestraft, ist ja okay so. Aber dass sie dich für den anderen Mist belohnt, das geht nicht. Gucke, 213.000. Ich kann mir noch einmal den kaufen, dann war's das. Ich habe auch keinen Bock mehr.